B redet. Das Infotainment-Magazin mit Christian Becker. Hallo zusammen. Heute geht es um ein Thema, das viele Eltern vorwiegend beschäftigt, nämlich unsere Kinder und deren Nutzung von Smartphones und Internet. Sie sind oft allein damit, ob in der Schule, auf dem Weg nach Hause oder auch im eigenen Zimmer. Ein Gerät, das ihnen Zugang zur ganzen Welt gibt, kann da Segen und Risiko zugleich sein. Doch wie können wir sicherstellen, dass sie geschützt sind, ohne ihnen ihre Freiheiten zu nehmen? Welche Strategien und Tipps helfen uns dabei, einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem Handy zu fördern? Lass uns da mal gemeinsam einen Blick drauf werfen mit Digitalcoach Daniel Wolf, wie wir unsere Kinder auf diesem digitalen Weg begleiten und vor allen Dingen noch wichtiger, unterstützen können. Fakten auf den Punkt gebracht. Mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich. Das gibt es in dieser Folge. Im Schnitt verbringen Jugendliche und Kinder mindestens 3 Stunden am Handy, Tablet oder anderen Geräten mit Internetzugang. 3 Stunden, in denen Inhalte konsumiert werden, die die Eltern häufig auch gar nicht mitbekommen, da die eigenen Kids vielleicht gerade nicht zu Hause sind. Daniel Wolf arbeitet unter anderem als Digitaltrainer für Familien und ist auch an Schulen unterwegs und beschäftigt sich ganz intensiv mit der Handynutzung von Kindern und Jugendlichen. Er klärt auf, gibt Tipps und tappt selbst auch mal in die Situation, dass es zu Hause bei ihm auch nicht immer so ganz rund läuft. Ich habe tatsächlich entdeckt im Gespräch mit meiner Frau, dass ich gehackt worden bin. Und zwar hat mein Sohn heimlich 2 Stunden Schach gespielt, worüber ich so erleichtert war. Ja, meine Frau hat nämlich nur gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und ich soll mal nachschauen, was. Und dann stellt sich raus, es war quasi eine Schach-App. Und da komme ich jetzt ja genau in diesen Bereich. Schach ist ja eigentlich was Tolles. Ja? Und das heißt, man muss wissen, was seine Kinder machen, bevor man dann weiß, ob man das fördern kann oder irgendwie regulieren muss. Aber natürlich war es nicht abgemacht. Und deshalb müssen wir zwei trotzdem noch ein Wörtchen reden. Also ich werde meinen Sohn nicht in irgendeiner Weise bestrafen, aber die Zeit, die er sich vorher jetzt quasi genommen hat ohne Absprache, die muss er abstottern. Ja? Also er hat so ein Zeitbudget, das heißt, jetzt muss er dann am Wochenende mal einen Tag ohne irgendwie PlayStation auskommen. Das haben wir so vereinbart, weil er, wenn er mich hackt, dann hat er ja irgendwie was geschafft, was ich eigentlich sonst gar nicht, normalerweise auch, viele Eltern kriegen es ja überhaupt gar nicht mit. Ja, und also funktioniert was nicht, was ich eingerichtet habe. Ja, und er hat es nur ausgenutzt, was offensichtlich da war. Ich kenne den Trick jetzt auch noch nicht, aber ich weiß, aus meinen Workshops, da gibt es ganz, ganz viele. Und ich werde ihm seine Zeit einfach wieder abziehen. Er hat sozusagen ein bisschen Schulden gemacht am Zeitkonto, aber ansonsten bin ich mir ganz sicher, dass es nichts bringt, Kinder da irgendwie zu bestrafen, weil dann erfährt man ja nur noch weniger, was die eigentlich machen und was eigentlich in Wirklichkeit passiert. Und das können Eltern, glaube ich, gar nicht wollen. Deshalb, Strafen sind immer eine schwierige Sache, aber wenn Kinder so ein bisschen schummeln, dann sollte man sie vielleicht einfach mal an der Ehre packen. Und außerdem, immerhin habe ich es ja gemerkt. Der eigene Sohn hat es also geschafft, die Sperren des Vaters auf dem Handy zu umgehen. Stellt sich jetzt die Frage, ist das vielleicht jetzt schon ein Vertrauensbruch, weil sich nicht an Absprachen gehalten wurde? Oder ist es eher so zu sehen, dass der Sohnemann hier eine Leistung erbracht hat, die der Vater nicht voraussehen konnte und somit möglicherweise auch ein Kompetenzzuwachs beim Kind zu erkennen ist? Wie schätzt es denn der Experte ein? Ich freue mich, dass mein Sohn sich sozusagen konstruktiv mit Kindesschutzsoftware auseinandersetzt. Das jetzt. Natürlich möchte ich wissen, wie er das geschafft hat. Es ist nun aber auch so, er ist jetzt in der 8. Klasse. Das heißt, wir hatten schon ein paar Jahre mit dem Thema zusammen. Er weiß, wie ich da stehe und ich weiß zum Glück einigermaßen, wie er da steht. Das war auch bei mir persönlich nicht immer so. Ich habe 2 größere Kinder, die heute schon erwachsen sind und bei denen war ich einfach nicht so im Thema und da hatte ich den Kontakt weitestgehend tatsächlich zwischendurch völlig verloren und das ist mir jetzt aber, glaube ich, diesmal so nicht passiert. Mein Sohn weiß schon so ungefähr, was ich erstens von ihm erwarte und zweitens, was ich alles rausfinden kann auf seinem Smartphone, zumindest im Nachhinein. Und wir haben dann eine ganz fruchtbare Diskussion. Ich empfehle übrigens allen Kindern grundsätzlich, wenn ihr eure Eltern eines Tages hackt, liebe Kinder da draußen, habt einen Tag Spaß oder eine Nacht von mir aus und dann sagt es euren Eltern, weil das Coole daran ist, dass man, wenn man nämlich heimlich weitermacht,
Und dann kommen irgendwann die Eltern drauf und dann gibt es Streit und Ärger und Vertrauensbruch. Dann kann man sich ja nicht beschweren, wenn man bestraft wird. Und wenn man es den Eltern aber erzählt, dann passiert Folgendes. Die Eltern freuen sich, weil anscheinend die Kinder tatsächlich, weil sie merken, sie können ihren eigenen Kindern vertrauen und sie erlauben ihren Kindern danach tendenziell mehr. Das heißt, es ist viel schlauer, seine Eltern zu hacken und es dann zuzugeben. Daniel Wolf erlebt in seinem Alltag als Digitaltrainer, egal ob an Schulen oder im Gespräch mit Eltern, immer wieder die Situationen, in denen es um die Sensibilisierung von Handy- und Internetnutzung geht. Wenn er mit Kids und Jugendlichen arbeitet, hat er einen großen Vorteil gegenüber den Eltern. Er kann ganz neutral in die Gespräche reingehen und somit auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen und erfährt manchmal Sachen, die Eltern gar nicht wissen. Ehrlichkeit ist ihm dabei besonders wichtig in dem geschützten Rahmen, den er anbietet. Sonst wird das Ganze alles auch gar nicht funktionieren. Wichtig ist aber auch der Hinweis, dass Daniel Wolf nicht vor Ort an den Schulen ist, um das Internet zu verteufeln, sondern um aufzuklären. Man darf und soll auch Spaß im Netz haben, aber man sollte wissen, wie man sich dort bewegt und wie die Spielregeln so sind. Und die großen Stolperstellen, die es im Umgang mit dem Internet gibt, sind zum Teil echt große. Also fangen wir an. Da gibt es eine längere Liste, ehrlich gesagt. Es geht viel schief. Und ich glaube zum Beispiel, wenn man mich jetzt stupsen würde und sagen, was ist die allergrößte Gefahr, dann würde ich tatsächlich sagen, aus den Fällen, die ich so in der Praxis habe, die Kamera. Man muss Kindern beibringen, pass auf mit der Kamera. Und zwar kann man sich so fotografieren, zum Beispiel mit wenig Klamotten oder gar keinen, dass man nachher ganz, ganz furchtbar gemobbt werden kann. Und den meisten Eltern fällt sowas gar nicht erst ein. Weil sie hatten als Kinder keine Smartphones natürlich und deshalb auch keine Kameras. Dass man sowas machen kann überhaupt, ist quasi gar nicht im Bereich des Möglichen für viele Eltern. Und das Blöde ist, selbst an manchen Grundschulen sagt die Schulleiterin dann plötzlich, Herr Wolf, Sie werden es nicht glauben, aber ich habe neulich zwei Schülerinnen und Schüler meiner Schule schon nackt sehen müssen auf dem Smartphone einer Mitschülerin. Und das ist natürlich eine der größten Katastrophen, die einem Kind passieren kann. Das wäre schon für Erwachsene kaum auszuhalten. Aber stellen Sie sich mal vor, alle in ihrer Arbeit würden sie nackt sehen plötzlich, weil sie einen Fehler gemacht haben. Aber Kinder machen halt nun mal nicht gleich alles richtig. Woher sollen sie auch? Und ich glaube, liebe Eltern, man muss unbedingt mit seinen Kindern darüber reden. Es geht um das sogenannte Sexting, also dass man sich freiwillig sozusagen etwas in, sagen wir mal, sexualisierter Pose oder vielleicht auch an Körperteilen fotografiert, die man im Schwimmbad nicht sieht. Und wie gesagt, Kinder machen manchmal, wissen Sie, Mutproben oder irgendwie als, was weiß ich, nur zum Spaß oder einfach auch vielleicht als, manchmal sogar später dann in den fünften, sechsten Klassen so als Liebesbeweis plötzlich. Und die Kinder denken, ich schicke es ja nur einer Person. Und dann sage ich, tut es lieber nicht, weil wer von euch hat schon mal irgendwann in seinem Leben sich mit seiner besten Freundin oder seinem Freund gestritten? Ja, und dann melden sich alle Kinder und dann sage ich, genau deshalb. So im Streit, aus der Wut heraus oder aus Spaß heraus landet schnell mal so ein Smartphone im Chat oder dann im Klassenchat und dann plötzlich ist die Hölle los. Die ganze Schule sieht dieses Kind nackt und das hat noch tausend Nebeneffekte. Zum Beispiel natürlich, wenn ein Kind, also ein Kind rechtlich gesehen unter 14 nicht bekleidet, fotografiert oder gefilmt wird und das geht dann rum, das kann sehr schnell als Kinderpornografie eingestuft werden und da ist der Besitz alleine schon strafbar. Das heißt, alle, die das auf ihr Handy kriegen, die ohne dass sie es wissen, begehen eine Straftat durch den Besitz dieses Smartphones. Und das wiederum ist den Eltern völlig unklar. Und noch dazu ist WhatsApp, wo das am meisten stattfindet, oft so eingestellt, dass automatisch eine Kopie aller WhatsApp-Bildern in der Bildergalerie abgelegt wird. Und dann löschen die Kinder das vielleicht bei WhatsApp sofort, vergessen aber, dass es in der Bildergalerie auch noch ist. Und wenn dann das irgendwie rauskommt und es geht an die Polizei muss dann ermitteln, sie muss. Sie darf nicht. Und dann kommt sie mit einem Wäschekorb und alle Smartphones werden eingesammelt und dann finden sich auf zwei Drittel der Handys Kinderpornografie. Und dann plötzlich haben sie einen Prozess, der mehrere Dutzend Familien betrifft, nur weil ein Kind Schmarrn gemacht hat. Das müssen wir unbedingt verhindern, liebe Eltern. Ganz, ganz wichtig, da sollten wir rangehen. Wir müssen unseren Kindern erklären, dass dass mit der Kamera echt schief gehen kann. Dann gibt es natürlich einen ganz großen anderen Bereich noch, der ist auch, naja, so eine Thematik, wo die Eltern oft gar nicht dran denken, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber grundsätzlich ist ein Smartphone ein Gerät, mit dem kann ich alles sehen, was es im Internet gibt. Alles. Und Kinder sind
Neugierig. Wer hätte das gedacht? Und spätestens, wenn Sie WhatsApp haben, und das haben Sie ja alle sehr schnell typischerweise, dann reicht es ja, wenn ein Kind aus der Klasse irgendwie was Krasses oder was weiß ich, sogar auch was Schlimmes oder was Ekliges oder was Brutales, was Blutiges, um Gottes Willen. Es gibt viele Sachen, sieht bei seinem großen Bruder, bei seinem Papa zufällig oder im Fernsehen, und plötzlich sehen es alle. Und was dann passiert, ist den meisten Eltern nicht klar, übrigens mir eingeschlossen bei meinen großen beiden Kindern. Die meisten Eltern denken, ich vertraue meinem Kind, mein Kind vertraut mir. Die meisten Kinder allerdings, wenn es hart auf hart geht, kriegen sie plötzlich Zweifel. Denn wenn man zum Beispiel aus Versehen, das passiert ge sehr gerne im Oktober, jetzt gerade zum Beispiel, wenn dann zum Beispiel, was viele Eltern nicht wissen, zu Halloween kommen neue Kinofilme ins Kino, das wissen die Eltern schon, die meisten sind ab 16, was sie aber nicht wissen, auf YouTube werden immer wieder Trailer gezeigt für sehr, sehr gruselige Filme ab 16, auch mit den krassesten Szenen. Und das ist so typische, die Kinder denken gar nicht daran, kriegen plötzlich aber diese Werbung angezeigt. Und wenn ich in Grundschulen rumfrage, dritte, vierte Klasse, wer hat schon mal sowas gesehen, dann melden sich plötzlich drei Viertel und die Lehrkräfte glauben gar nicht, was sie da sehen. Und dann passiert aber was mit den Kindern, nämlich die erste Reaktion ist natürlich Schock, sowas haben sie noch nie gesehen. Die zweite Reaktion ist, naja, erstmal YouTube schließen, TikTok schließen, wo auch immer man es gesehen hat, Handy weg, Display nach unten. Dritte Reaktion ist, und jetzt wird es sehr spannend, jetzt kommen nämlich die Eltern schon gleich wieder ins Spiel, schlechtes Gewissen. Sofort heißt es, um Gottes Willen, das hätte ich nicht anschauen dürfen. Nein, was habe ich getan? Ich hätte nicht draufklicken dürfen. Und können meine Eltern das irgendwie rausfinden, dass ich das gesehen habe? Kommt es nochmal hoch in den Vorschlägen oder bei den Suchergebnissen? Und viertens, ich weiß das so genau, weil ich Workshops mit über 100.000 Kindern schon gemacht habe. Und noch nie kam ein Kind und hat mir gesagt, das ist anders. Deshalb bin ich mir hundertprozentig sicher. Jetzt kommt die nächste Reaktion bei ganz jungen Kindern, die sagen dann zunächst, oh Gott, ich möchte vielleicht doch jetzt zu meinen Eltern gehen, weil in meinem ganzen Leben, wenn ich so viel Angst hatte, bin ich immer zu meinen Eltern. Die haben mich getröstet und dann war alles wieder gut. Aber weil Kinder schlau sind, fünftens, machen sie als nächstes Folgendes. Sie überlegen sich, was könnte denn passieren, wenn man zu den Eltern geht? Und die Eltern könnten ja zum Beispiel einen fragen, was hast du denn gesehen? Oder noch schlimmer, zeig mal her. Und jetzt. Jetzt kommt der Trick. Oder beziehungsweise leider, der Haken an der Sache. Jetzt stellen sich die Kinder vor, wie die Eltern auf ihren eigenen Smartphones, also auf den Smartphones der Kinder, irgendwas unglaublich Brutales, Grausames, Ekelhaftes oder Nackiges sehen. All das gibt es ja zuhauf im Internet. Und die Eltern könnten sich aufregen und ausrasten. Und raten Sie mal, ja, wovor die Kinder in dieser Situation am meisten haben, vor welcher Konsequenz oder Folge. Und das ist ziemlich offensichtlich, liegt auf der Hand. Die Antwort hier ist in jedem Workshop, den ich mache, immer. Egal ob in den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten Klassen, ist immer Handy weg. Und das hätten wir hätten davor auch Angst gehabt, als wir Kinder waren, stimmt's? Und deshalb finde ich, muss man allen Eltern unbedingt folgenden Tipp geben. Wenn man einem Kind ein Smartphone geben will oder schon gegeben hat, ist völlig egal. Nur wenn das Kind mir vertraut, wird es mir irgendwas erzählen. Deshalb muss ich ihm den Satz sagen, hey, junger Mann, junge Frau, ich gebe dir ein Smartphone oder ich habe dir eins gegeben und bitte, 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 du kannst, egal was dir im Internet passiert, du kannst immer zu mir kommen. Ich nehme dir niemals das Smartphone weg. Und genauso wichtig, deshalb, liebe Eltern, falls Ihnen das mal passiert, ihr kriegt es zufällig mit, da ist was Schlimmes irgendwo und das Kind kommt sogar her oder man sieht es zufällig, weil man in Klassenchat mal reinschaut und man sieht was Abartiges, was Krasses, Grausames, Brutales und man ärgert sich. Und da kann ich nur sagen, bitte, 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 auch wenn es euch jetzt die logische Folge erscheint, bitte nehmt euren Kindern nicht das Smartphone weg, weil wenn ihr das macht, kommt euer Kind nie wieder zu euch. Ohne dass ihr das wolltet, habt ihr eurem Kind nämlich was beigebracht, was ihr überhaupt eurem Kind nicht beibringen will, nämlich, es kann euch nicht vertrauen. Denn es ist zu euch gekommen, um eure Hilfe zu holen und stattdessen kriegt es die schlimmste Strafe im digitalen Zeitalter. Das merken sich Kinder und kommen nie wieder. Und das ist dummerweise die Regel. Ja? Also, ich meine, persönliche Schätzung nach tausenden Workshops mit hunderttausenden Kindern ist 90% der Kinder gehen nicht zu den Eltern. Ja? Und übrigens,
Auch hier gleich mal hands down, ich habe diesen Fehler auch gemacht. Ja, ich rede also hier als jemand, der zugibt, dass er sozusagen nicht genügend nachgedacht hat, vorher und nachher. Und erst ganz viel später ist mir dann klar geworden, was ich eigentlich gemacht habe. Und deshalb, ich glaube, versteckt in dieser lustigen, vertrackten Situation ist auch die Antwort auf die Frage, ab wann will ich denn überhaupt, dass mein Kind ein Smartphone hat? Das hängt nämlich nicht von den Kindern ab oder vom Alter, sondern von den Eltern. Weil ab wann will man als Elternteil seinem Kind diese Frage überhaupt stellen? Oder beziehungsweise ab wann will man ihm das alles zumuten, was es im Internet gibt? Und zwar alles. Ich muss es nochmal sagen. Nahezu alle Kinder in kürzester Zeit sehen extreme Gewalt. Alle. Keine Ausnahme. Und genauso kurz später sehen sie alle die Filme und Videos mit den nackten Menschen. Ohne Ausnahme. Manche natürlich nur einmal, finden es schlimm und schauen nie wieder hin, aber andere schon. Und auch da dürfen wir uns keine irgendwie Illusionen machen, dass Kinder, mein Kind es nicht tut, vielleicht alle anderen. Kinder sind Kinder. Und ich finde, da hilft uns ganz gut, einfach, wenn wir uns mal erinnern, wie waren wir eigentlich als Kinder? Und ich glaube, wir hätten genauso, hätten wir Smartphones gehabt, wir hätten alles gemacht, was geht. Ein großer Konflikt, der häufig auch bei den Eltern entsteht, liegt zwischen Vertrauen und Kontrolle. Ein Spagat, der häufig ziemlich schwer zu lösen ist. Wo hört nämlich Kontrolle auf und wo fängt Vertrauen an oder auch andersherum? Für viele ein schwieriges Feld. Daniel Wolf. Kinder vertrauen Eltern unter zwei, drei Grundbedingungen. Die erste Grundbedingung ist, die Eltern müssen sich ein bisschen irgendwie auskennen. Wenn die gar keine Ahnung haben, überhaupt nichts wissen, dann gehen Kinder eher nicht zu ihren Eltern, weil sie sagen, oh Gott, der schätzt es bestimmt verkehrt ein und nimmt mir das Handy weg. Zweitens, die Eltern müssen sich darum kümmern. Sie müssen ihren Kindern zeigen, dass sie interessiert, was sie im Internet erleben und wie lange. Wenn sie das nicht tun, denken die Kinder, interessiert es ja eh nicht. Da brauche ich gar nicht hingehen. Und das Dritte ist, die Kinder brauchen, zumindest jüngere Kinder, auf jeden Fall so eine Art Generalamnestie. Und die sollten sie auch kriegen, weil es sind Kinder. Kinder sind schon rein rechtlich. Unter 14 ist man in Deutschland nicht strafmündig. Man kann gar keine Straftat begehen. Aber die Kinder denken sehr schnell, sie hätten eine begangen und wissen es nicht, trauen sich aus schlechtem Gewissen nicht zu den Eltern. Das heißt, von Elternseite, um das Vertrauen meiner Kinder zu erreichen, brauche ich sehr, sehr viel Zeit. Ja, ich brauche Nerven und es wird anstrengend. Und natürlich wird uns unser Kind auch mal auf Deutsch bescheißen oder hacken. Ja, das passiert immer. Und zwar, das passiert nicht, weil das Kind irgendwie einen schlechten Charakter hat, sondern weil es ein Kind ist. Alle machen das. Alle versuchen das. Jeder versucht, seine Grenzen zu erweitern und mit Vertrauen von Elternseite den Kindern gegenüber zu argumentieren. Das ist, sagen wir mal so, ein Prinzip, was in der Erziehungswirklichkeit oft enttäuscht wird. Und da sollte man dann eben besonnen bleiben. Natürlich gibt es aber Grenzen. Und ich bevorzuge, wann immer ich kann, das Wort Begleitung statt Kontrolle. Aber das beste Beispiel zum Beispiel ist WhatsApp. Die meisten Kinder, die ein Smartphone kriegen, installieren gleich als allererstes WhatsApp. Und die Eltern wollen das auch, weil man will ja per WhatsApp irgendwie verbunden sein. So, wenn man jetzt aber ein bisschen nachdenkt, dann sollte man im Prinzip seinem Kind folgenden Satz sagen, und zwar vor der Übergabe des Smartphones oder vor der Installation von WhatsApp. Und man könnte zum Beispiel einen Satz sagen, der heißt, hey, natürlich erlaube ich dir WhatsApp, aber du, Vorsicht, WhatsApp ist erstens mal eigentlich, wenn man die Nutzungsbedingungen genau liest, ab 16 und du bist nicht 16. Das heißt, ich trage die Verantwortung, für alles, was du siehst, hörst und postest. Und jetzt passt gut auf. Es gibt Inhalte. Also Bilder und Fotos und Videos, die sind so verboten, dass selbst der Besitz eine Straftat ist. Und weil ich nicht weiß, wer dir alles was schickt, muss ich dich beschützen und mich selber auch. Und deshalb möchte ich ab und zu reinschauen und hör gut zu, ich schaue nicht rein, um dich zu kontrollieren, sondern um uns zu schützen. Zweitens, weil ich dein Vertrauen haben und behalten will, schaue ich nie ohne dich rein. Und drittens, ich schaue auch, ich sage dir immer vorher Bescheid, damit du nicht irgendwie überrascht bist und denkst, hier ist eine Razzia. Eine Razzia wäre ja quasi Misstrauen, sondern ich möchte, dass du mir vertraust. Und deshalb bitte, und wenn du mir das erlaubst, dann kannst du WhatsApp haben. Dann werden alle Kinder überlegen und dann, naja, okay. Und sie werden alle sagen, natürlich,
Natürlich will ich. Und dann kann ich reinschauen, ohne Probleme. Weil wenn ich das aber vergesse, diesen Satz, kann ich später nie rein, beziehungsweise ich kann natürlich schon reinschauen. Aber mein Kind wird sich wehren und sagen, Papa, Privatsphäre und warum? Warum bestrafst du mich? Meine Noten sind schlecht. Keiner schaut da rein, Papa. Keiner in der Klasse. Das ist, du spinnst. Genau. Und, aber wenn ich das vorher eben ausgemacht habe, dann kann ich quasi viel schlauere Regeln finden für das digitale Leben später. Und deshalb ist auch wie soll man sagen, die Übergabe des ersten eigenen Smartphones ist für Kinder ein lebensverändernder Moment. Und alle Eltern tun sich heute sehr, sehr gut daran, sich richtig, richtig gut vorzubereiten. Weil mit der Übergabe, wenn man dazu nichts sagt, macht man schon 400 Fehler. Trotz der vielen Gefahren und Stolperfallen, die das Handy und das Internet so bürgen, läuft aber auch vieles schon ziemlich gut in dem Nutzungsverhalten der Kinder, Jugendlichen, Eltern, Lehrer und anderer Personen. Sagen wir so, manche Kinder nehmen es einfach selbst in die Hand. Ja? Es ist wirklich ermutigend, wenn man sieht, trotz aller Gefahren, dass manche Kinder sehr produktiv und kreativ tätig sind, wunderbar. Das sind, muss man leider dazu sagen, oft die leistungsstarken Kinder, die sozusagen sich, was weiß ich, selbst auf YouTube gehen und was machen und oder auf TikTok Kanäle aufmachen und sich allen Wettern da trotzen. Man muss immer beide Seiten sehen. Um nochmal vielleicht auf WhatsApp zurückzukommen, fällt mir gerade ein. Fast alle Eltern und Kinder sind auch unter anderem in einer Familiengruppe. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu, das ist ganz spannend. Familiengruppen sind nachweisbar gut für den Familienzusammenhalt. Also, wenn man sozusagen, vorher haben wir so ein bisschen so ein schlimmes Szenario, wenn ein Kind Nacktbilder schickt und so, aber Technologie ist immer so gut und schlecht, wie wir sie benutzen. Und oder beziehungsweise wie wir unsere Kinder halt darauf vorbereiten und sie am Anfang begleiten. Und Familiengruppen sind deshalb so gut, weil alle immer Bescheid wissen. Und besonders gut sind sie in so Patchwork-Familien, wo nicht jeder vielleicht am selben Ort wohnt oder ein Elternteil beruflich dauernd weit weg ist und trotzdem aber immer super Tuchfühlung behalten kann. Und besonders gut ist es, wenn die Großeltern dabei sind, weil die Großeltern sind auch oft, die entdecken das auch alles neu, die Kinder helfen ihnen begeistert und Großeltern wissen heute so viel aus dem Leben ihrer Eltern wie noch nie. Entschuldigung, nicht ihre Eltern, sondern ihre Enkel, wollte ich sagen. Und Enkel wissen heute so viel aus dem Leben ihrer Großeltern wie noch nie. Und sehen Sie, das sind Aspekte der modernen Kommunikation, die sind eindeutig positiv. Und die dürfen wir nicht vergessen. Jedes Kind mit Smartphone trägt auch das Weltwissen in der Hosentasche. Man muss es nur nutzen und nutzen wollen. Und natürlich sind Kinder aber so, dass sie von Natur aus erstmal ein Interesse haben und das ist Spaß. Verantwortlich für einen bewussten Medienkonsum sind aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen selbst. Eltern, haben wir ja schon gehört, tragen auch einen großen Teil dazu bei. Aber auch die Institution Schule und die dazugehörigen Lehrkräfte werden sich mit dem Thema Medienbildung auseinandersetzen müssen und tun das ja auch schon. Wie können wir denn jetzt alle Beteiligten möglichst gut miteinander vernetzen, damit eine Zusammenarbeit auch fruchtbar ist? Also sagen wir so, zuerst müssen wir die Eltern, glaube ich, noch ein bisschen mehr aufklären, was eigentlich in Wirklichkeit passiert. An guten Dingen, aber auch, und auch bei aller, ich will nichts schwarz malen, aber wir müssen die Risiken kennen, sonst können wir unsere Kinder nicht schützen. Ja? Das heißt, und die sind groß. Und weil aber schneller zerstört ist als aufgebaut, müssen wir unbedingt auch in diese Richtung gucken. Ich glaube, also im Prinzip mache ich ja genau das, was gerade sozusagen formuliert worden ist. Ich mache nichts anderes. Ich versuche, bei uns ist es immer so, wir machen an einem Tag immer alles. Wer in der Früh kommen die Schülerinnen und Schüler und Jugendlichen dran, am Nachmittag die Lehrkräfte und am Abend die Eltern. Das ist unser quasi System, unser Konzept und es funktioniert ganz gut, weil die Kinder dürfen dann, wenn sie Lust haben, am Abend noch mal mitkommen. Und das schafft oft ganz viel Vertrauen, weil dann die Eltern dasselbe hören wie die Kinder. Und ich sage vorher schon den Kindern, hey, ich sage euch heute Abend euren Eltern das. Und wenn ihr wollt, dass es jemand den Eltern sagt, sagt denen Bescheid, dass sie kommen. Und ihr könnt, damit ihr mir glaubt, auch eben mitkommen. Wir brauchen Vertrauen. Ich glaube, wenn die Eltern flächendeckend anfangen, das ist noch lange nicht so, wenn sie aber anfangen, Medienerziehung als wichtigen Teil von Erziehung wahrzunehmen, und dazu gehört natürlich die ganze digitale Welt, dann werden Sie sehr schnell merken, wir brauchen auch die Politik. Es sind viele Dinge, die sind katastrophal im Internet. Zum Beispiel, es gibt keinen Jugendschutz im Internet. Ganz einfach.
Gar keinen. Es gibt nur anwesende Eltern. Das ist der einzige funktionierende Jugendschutz. Und da müssen wir ran. Ich finde, es kann nicht sein, dass viele Apps zum Beispiel, Spiele-Apps oder auch WhatsApp im Store ausgezeichnet sind als ab 0, ab 6, ab 12. Und dann, wenn man die Nutzungsbedingungen liest, steht da drin ab 16, ab 18. Das sollte einfach, muss ich sagen, reguliert oder einfach auf Deutsch verboten werden und gescheit überprüft. Das passiert flächendeckend nicht. Und viele Eltern schauen noch viel zu wenig hin, was da passiert. Würden sie hinschauen? Dann würden sie auch anfangen, sich mehr dafür zu engagieren. Und dann kommt die Politik auch irgendwann, weil politische Willensbildung passiert ja auch quasi in der Fläche, dadurch, dass viele Menschen sich plötzlich für ein Thema interessieren. Und naja, letztendlich deshalb auch mein Buch. Ich versuche, dass Eltern mehr Einblick wollen in die Welt ihrer Kinder. Und ich glaube, dass es ganz spannend sein kann, mal zu lesen, was Kinder erzählen, wenn sie eben keine Angst haben. Und ich kann aber nur regelmäßig sagen, die Lehrkräfte, die dabei sind, haut's regelmäßig vom Stuhl. Selbst bei den Allerkleinsten. Und ich finde, ich wünsche mir eine Welt, wo wir nicht mehr überrascht sind, wenn unsere Kinder erzählen, was sie im Internet erleben. Mehr Infos zum Thema findest du im aktuellen Buch von Daniel Wolf, Allein mit dem Handy. So schützen wir unsere Kinder, heißt es. Alle Infos dazu habe ich dir in die Shownotes zu dieser Folge gepackt. Außerdem auch noch Infos zum Autor, falls du direkt mit ihm in Kontakt treten willst. Kommentiere gerne diese Folge auch auf allen Social-Media-Kanälen und lass uns einfach darüber ins Gespräch kommen.